Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von City Skylines. Wieder mit der wunderbaren Fehlermeldung. So, ich habe das unendlich Geld nicht mehr ausgestellt gekriegt, keine Ahnung wieso, aber soll uns egal sein. Es geht ja nicht um Geld verdienen, sondern um eine möglichst schicke Stadt bauen hier. So. Wo sind jetzt unsere größten Probleme? Wir brauchen ein neues Wohngebiet. Hier ist ein bisschen Krach, der die Leute krank macht. Also warum bauen wir hier nicht noch so zwei, drei kleine Parks hin? Das wäre doch eine Idee. Vielleicht sollte ich mal das Mikro herholen. Hallo! Okay. Hallo und willkommen zu City Skylines, falls ihr mich eben nicht gehört habt. Gut, ein kleiner Park. Was können wir denn hier hinbauen? Das ist zu groß, oder? Oh ne, geht tatsächlich. Machen wir das so. Das sollte reichen. So. Und dann brauchen wir neue Wohngebiete. Wo bauen wir die hin? Also hier unten haben wir unsere Farm. Ich meine, wir könnten diese hier größer bauen, aber die sind schon. Nee, sind sie noch nicht. Also wir könnten erstmal hier. Und dann vielleicht hier vorne, wo der Krach ist. Und dann dafür hier und hier bauen wir so ein paar Office Spaces noch. Okay. Und der Verkehr hat sich wieder ein bisschen eingekriegt, ist doch gut. Hier auch. Ja. Sieht gut aus. Sehr schön. Wir könnten erstmal auf dieser Seite, da gehört sowieso noch Wohngebiet hin. Ist ein bisschen schade um den Wald. Also vielleicht sollten wir lieber hier anbauen. Dann müssen wir aber noch ein Gebiet kaufen. Oder wir könnten hier anbauen. Dann geht es hier weiter direkt. Dann können wir hier auf diese Halbinsel bauen vielleicht. Und Industrie erweitern wir dann hier hin. Machen wir das so. So, wie man sieht, sind das jetzt alle Gebiete, die ich erstmal kaufen kann. Also geht es dann hier weiter. Gudi. Haben wir schickere Einbahnstraßen, ja, hier. Allee. So, das reicht erstmal. So, nun ist die Frage, wie machen wir das jetzt? Planen wir hier gleich mit unserem Fernverkehr und unserem öffentlichen Nahverkehr planen wir das hier gleich mit ein. Das wäre ja vielleicht gar keine schlechte Idee, oder?
So. Okay, dann fangen wir erstmal an mit einer breiten Straße hier. Für die Nord-Süd-Verbindung. Und dann nehmen wir die kleinen, waren ja hier mit Einbahnstraßen. Führten die weg von der Hauptstraße oder führten die hin zu der Hauptstraße? Weg von der Hauptstraße. Und warum tun die das hier nicht? Das ganz vergessen hier? Jo, das ist falsch rum. So, das sieht doch schon mal gut aus. Das ist schief, das ist nicht gut. Super schief. 90. Und hier machen wir wieder eine Breite, okay. Machen wir hier wieder die zum Wenden. Das ist nicht weit genug hier scheinbar. So. So ist gut. Cool. Gut, das sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. Ist die Frage, was machen wir hier unten? Wir brauchen wahrscheinlich wieder neue. Also, wir haben Krematorium fehlt, okay. Wir haben noch überhaupt gar keine, keine Death Care. Könnten hier einen schönen viktorianischen Friedhof hinbauen, zum Beispiel. Oder halt gleich das Krematorium. Das ist wahrscheinlich besser. An die breiten Straßen hier jeweils eins. So. So, und schon reicht's mit der Krematorium Availability. Aber wir können hier unten, sofern wir hier einen freien Platz finden, können wir auch noch eins hinbauen für dieses Ende der Stadt. Hier zum Beispiel. So, dann fehlt uns vielleicht Highschool. Ja, Highschool fehlt. Da könnten wir jetzt hier mal die Privatschulen hinbauen dann. So, Community School. Haben wir eigentlich noch genug, aber bauen wir das mal hier hin. Polizei ist nie verkehrt, glaube ich. Zumindest in diesem Spiel. Was nehmen wir da? Das hier, nehmen wir das. Das sieht gut aus. Okay, und natürlich eine Feuerwehr. Aber jetzt nicht so viele verschiedene. Nehmen wir mal die große Feuerwehr, das wird reichen. So. Gut. Dann haben wir hier einen schönen. Was ist das? Wintermarkt? Panda-Zuflucht, Panda-Gehege. Und hier ein Tempelkomplex. Okay, das ist eigentlich alles kulturell
Weiß ich nicht, wie gut das reinpasst, aber tun wir einfach mal so, als hätte Schirmer ein Chinatown oder Japantown oder was auch immer. So, das haben wir hier. Dann können wir hier einen Nachtclub, den bauen wir lieber hier in die Mitte rein. Dann haben wir hier Biff Tannens Pleasure Paradise. Das heben wir uns mal auf, bis wir tatsächlich Glücksspiel haben. Media Broadcasting Building, das können wir hier unten hinbauen. Noch ein paar Jobs. Und hier haben wir noch ein paar Plätze und dergleichen. Eigentlich eine ganze Menge von Sachen, die wir hier noch hinbauen können. Cool. Hier haben wir auch noch eine. Ah, hier ist eine, das ist etwas größer, ne? Ja. Das lassen wir mal. Dafür, das können wir mal hier. Fehlt noch ein Platz, oder? Ja. Bauen wir das hier hin und den bauen wir dann dafür. Oh, hier unten ganz. Das ist jetzt natürlich ungünstig. So, den haben wir falsch platziert. Machen wir dahin. So. Gut. Oh ja, da ist noch mehr Fachwerk und Zeug. Das ist gut. Können wir hier hinbauen? Hier so einen kleinen Big Ben Tower. Und da bauen wir einen Brunnen hin. Okay. So, das ist quasi unsere Altstadt jetzt. Können wir vielleicht noch eine Bücherei hinhauen oder so? Wow, das sieht hier alles sehr wenig verbüchereit aus. Dann müssen wir hier am besten auch noch eine hin tun. So. Das ist gut. Das Universität, das ist das School of Earth Sciences, ist auch eine Universität, okay. Ich will noch eine Bücherei, wo finde ich die? Noch eine Highschool. Vielleicht hier hinbauen. So. Ist hier genau der Trump Tower, Village Church. Zanies Comedy Club kommt natürlich hier unten zu dem Dingenserich. Genau. Gucken, was wir hier sonst noch haben. Ein Helikopterpark, die Lungen der Stadt. Lungen der Stadt klingt nicht schlecht. Die können wir mal hier oben hin bauen, obwohl Lungen wären ja gut, wenn die irgendwie zentral sind. Hier unten ist noch ein bisschen, aber hier passt es nicht hin. Müsste ich Straßen abreißen für, aber warum eigentlich nicht? Müsste ich die Mittelstraße da abreißen und dann bauen wir das hier rein. So. Plonk. So, und dann
Oh, die passen hier wunderbar rein, ne? Passen alle hier rein, das ist ja großartig. So, noch einen, der dazwischen passt. Das ist ja auch nicht schlecht. Das können wir gleich mal hier hinbauen. So. Oh, da haben wir noch was. Das ist zu klein. Oh, das ist zu groß. Was ist das? Paso es Episcopal Lugo. Aha. Das ist auch zu groß. Alles zu groß hier. Das passt. Okay. Hier können wir doch bestimmt noch ein bisschen was Kleines reinbauen, so Statuen oder sowas. So. Okay. Naja. Es schließt nicht so wunderbar ab, aber wenn wir hier ein paar Bäume hinstellen, dann merkt das keiner. Okay. Das reicht. Cool. So, was machen wir jetzt hier? Können wir mal einen Medieval Brick Road, so eine Altstadtstraße hinbauen. So. So. Dann ist hier auch wieder gute Stimmung mit dem Park. So, jetzt wollen wir das mal hier bewässern. Wir müssen bald wieder Klärwerk bauen, so wie es aussieht. Okay, was können wir da jetzt machen? Wollen wir hier kleinere Straßen oder wollen wir hier die Suburbia-Straßen nehmen? Sowas hier, ohne, wo man nicht parken darf. Bikes on Road. Okay, gibt offenbar keine Variante, wo man Fahrradwege hat. So. Okay. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Okay, und hier unten machen wir noch mehr Büro, das wir eigentlich gar nicht brauchen, aber was soll's. Okay.
Und dann hier gehen wir einfach einmal mitten durch, bis sie nicht mehr weiterkommen. Und das ist hier. Okay. Und hier auch, sehr gut. Da können wir dann einfach die Straßen erweitern. Ist die Frage, will ich solche Straßen auch vorne haben in dem anderen Gebiet oder soll das hier reichen? Ich könnte die Straßen hier noch upgraden zu diesen. Aber wie mache ich das hier in diesem Krökelbereich? Und hier sind überall... Weiß nicht, ob ich das hier machen sollte. Also lassen wir das mal hier. Und dann schauen wir mal, wie das angenommen wird. So, hier fehlt noch. So, dann schauen wir mal, wie das ausgebaut wird hier. Das ist ja jetzt kein Niedrigenergiegebiet, sondern ganz normales. Mal gucken, was hier jetzt für Gebäude rauskommen. Es müssen die europäischen sein, wenn ich nicht ganz falsch liege. Ich liege ganz falsch, weil das sieht mir eher nach normalen aus hier. Wieder abreißen, aber erstmal brauchen wir die hier. Oh, da brennt es schon. Aber Feuerwehr ist schon dabei. Aha, okay. Können einen neuen akademischen Auftrag geben hier. Aber uns fehlen noch jede Menge Studenten, um noch mehr Gebäude für die Uni zu bauen. Ja, siehst du, das hatte ich befürchtet. Jetzt brauchen wir nämlich wieder diese Gebiete. Oh, weißt du was? Wir machen das so. So, vielleicht hält das ein bisschen den Krach ab hier. Was ist das eigentlich? Ach, das ist eine Haltestelle. Könnten wir hier in der Mitte, können wir eigentlich auch noch welche davon bauen. Gibt ja kein Gesetz dagegen. Bis hier. Und ab hier machen wir dann weiter mit den Bürogebäuden.
So. Ne, das sieht nicht ganz so aus, als wären das wirklich europäische Gebäude hier. Sehr gut, wir können Monorails bauen und jetzt können wir auch eine Zugverbindung für unser Industriegebiet dran machen. Das ist doch schön. Und es fehlt Strom. Okay. Warum fehlt Strom? Ich habe keine Ahnung, warum Strom fehlt. Ja. Bauen wir hier mal einen zwischen. Und hier mal einen. Dann sollten wir wieder genug Strom haben. So. Also, wie gesagt, wir müssen den Zug hier irgendwie in die Stadt bringen. Hier haben wir eine Zugverbindung und da können wir nämlich, wenn wir hier Cargo Train Terminal können wir hier hinbauen zum Beispiel. Das ist unter anderem gut für die Industriegebiete. So, die Seite ist verbunden. Jetzt können wir die einfach hier ran machen, oder? So. So, und hier bauen wir dann natürlich auch so eine kleine Stromgeschichte hin, die wir dann mit so einem Pümpel anschließen. Cool. So. Jetzt können wir gucken, ob tatsächlich hier Güter beladen werden. Sieht nicht so aus, verdammt. Vielleicht dauert das eine Weile hier. Wollen wir hier noch irgendwie die Stadt mit Zügen auch noch verbinden? Oder reicht uns, hier unten ist schon wieder Krach. Ist hier schon wieder los. Ach so, das ist hier bei dem Dingens, ist ja klar. Wollten wir das nicht hier wegmachen und gegen Büros eintauschen? Bin mir ziemlich sicher, das wollten wir machen. So. Okay. Hier ist auch immer noch tote Hose. Weiß nicht warum. Wir haben mittlerweile genug Bedarf. Und sollten eigentlich auch genug gebildete Leute haben. Highschool. Wir haben immer noch zu wenig Highschool.
glaube, hier muss noch eine Highschool irgendwie hin. Können wir am besten direkt. Ist das Bauakademie? Das ist eine Highschool. Zack. Hat sich nichts getan hier. 50.000 University Students. Ah! Das müssen wir abreißen. Okay, also das ist eine Highschool. Okay. Rice Park Community High School ist auch eine High School. Die können wir dann mal hier hinbauen. Dann reicht das hoffentlich. Erstmal. Hier können wir vielleicht auch noch eine hinbauen. So eine hier. Das sollte dann erstmal genügen und hoffentlich klappt das dann auch mit den neu ausgebildeten. Ah, siehst du, da ist gerade ein Laster reingefahren zum Beladen. Also das geht gut los hier. Sehr gut. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt City Skylines. Falls euch das Video gefallen hat, dann drückt Knöpfe und schreibt Kommentare und so. Ja, das wäre sehr nett. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal einen wunderschönen, was auch immer die Tageszeit ist. Bis denn!